Der Tod kommt unerwartet. Durch Kampfdrohnen. Die Waffe der USA im Krieg gegen den Terror. Doch wer sind die Opfer wirklich? Der Boden hat gebebt und wirklich unser Haus für einen Moment hat sich dann so verrückt halt. Unbemannte Flugzeuge. Sie sollen präzise schießen und Zivilisten schonen. Mit meinem ersten Raketenschuss habe ich drei Menschen getötet. Einer hat 2 Minuten lang geblutet. Wir hatten keinen Grund, diese Leute zu töten. Ich muss jeden Tag dran denken. Das letzte Drohnenprojekt, die Eurohawk, war ein Debakel. Bei ihr ging es nur um Aufklärung. Die nächsten Drohnen sollen auch schießen können. Wir sind sicher und davon überzeugt, dass solche Bewaffnung geeignet ist, die eigenen Soldaten zu schützen. Shadia Erdogan zu Besuch in Frankfurt. Die Deutsch-Marokkanerin hat gemeinsam mit ihrem 4-jährigen Sohn und ihrem Ehemann einen Drohnenangriff in Pakistan überlebt. Sie ist froh, wieder in Deutschland zu sein. Ich bin selber in Deutschland geboren und noch aufgewachsen. Ich habe hier auch meine Schule beendet mit meinem Abitur. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich mich eher wie eine Deutsche fühle, weil ich auch meine Muttersprache mittlerweile nicht mehr kann. Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim. Regelmäßig kommt Shadia hierher, um ihren Ehemann Emra zu besuchen. Womöglich hatte der Drohnenangriff auch ihm gegolten. Heute wird ihm die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen. Hatte die Familie Deutschland verlassen, um im Norden Pakistans ein Leben nach streng islamischen Regeln zu führen. Ausgerechnet. Im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet operieren Al-Qaida und die Taliban. Die Gegend gilt als Rückzugsgebiet für Terroristen. Für seinen Schutz sorgt hier jeder selbst. Waffen und Zubehör gibt es schließlich auf dem Markt. Alles bleibt fest im Blick der Amerikaner und ihrer Drohnen. Drohne. Die Drohnen kann man ganz genau hören. Ich konnte die auch haargenau sehen. Die Menschen sind da alle wirklich sehr traumatisiert und haben, wie ich das auch miterlebt habe, alle eine Angststörung. Man guckt auch ständig in den Himmel. Es war einfach wirklich nur ständige Angst und man hat sich einfach nur gefragt, wo wird die nächste einschlagen? Sind wir dran, wenn wieder Kinder sterben? Seltene Bilder, unmittelbar nach einem Angriff aufgenommen. Sie zeigen die verheerende Wirkung von Hellfire-Raketen, die von Drohnen abgeschossen werden. Familie Erdogan hatte sich in der Ortschaft Mir Ali ein Gehöft gemietet. Auch sie bekam die Drohnenraketen bald zu spüren. Ich habe einen Angriff im August miterlebt. Das war in der Nacht. Da wurde eine Drohne abgefeuert auf ein Haus. Wirklich sehr, sehr, sehr nah dran. Ich denke mal 500 Meter weiter weg von uns. Und dann habe ich erst wirklich gemerkt, was da eigentlich los ist. Dann habe ich natürlich Angst bekommen. Und habe auch gemerkt, wie nah dran eigentlich der Tod auch ist. Ne? Die Drohnenangriffe gegen Al-Qaida und die Taliban sind Teil eines inoffiziellen amerikanischen Krieges gegen den Terror. Die Raketen schlagen besonders häufig im Gebiet von Mir Ali ein. Hier kann alles und jeder zum Ziel werden, auch Kinder. Ist das der richtige Ort für eine Familie aus Wuppertal? Ja. 2010 folgt Emras jüngerer Bruder Bünyamin ins Haus der Erdogans nach Mir Ali.
An einem Oktoberabend halten sich Shadia, ihr Sohn und Emra in Nebenräumen des Gehöfts auf, während Benjamin, ein Deutsch-Iraner namens Shahab Dashti und drei andere beim Abendessen sitzen. Dann haben wir einen ganz, ganz lauten Knall gehört und der Boden hat gebebt und unser Haus für einen Moment hat sich dann so, ne, verrückt halt, ne? Und wir waren natürlich verzweifelt, wir wussten jetzt nicht, wer lebt, wer ist getötet worden und ja, haben erstmal nur gewartet und geweint. Der 20-jährige Benjamin Erdogan stirbt, neben vier anderen. Die Nachricht vom Tod Benjamins erreicht kurz darauf Wuppertal, die Heimat der Erdogans. Auch Bauer Friedrich Bleckmann erfährt von Benjamins Tod. Auf seinem Land hatte die Familie Erdogan einen Schrebergarten. Emra und Benjamin haben häufig auf dem Hof ausgeholfen. Bleckmann hat Benjamins Todesanzeige verfasst. Der Junge war es wert, dass man sich seiner erinnert. Er soll einfach nicht in Vergessenheit geraten und man soll nicht darüber hinweggehen. Da wurde ein junger Deutscher getötet. Grundlos. Stimmt das? Immerhin, Shahab Dashti, der zusammen mit Benjamin getötet wurde, machte Propaganda für deutsche Islamisten. Und wir haben Deutschland und unsere Eltern nur verlassen, um die Religion zum Siege zu bringen. War auch Benjamin ein Terrorist? Hätte er dann getötet werden dürfen? Oder hätte er nicht doch ein Anrecht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren gehabt? Im Krieg, in dem Benjamin starb, ziehen die USA die Fäden. Die Gewalt, die häufig Zivilisten trifft, provoziert hier immer lautstärkere Proteste. John Brennan, früher Sicherheitsberater des Präsidenten und heute CIA-Chef, beteuert dagegen vor dem US-Senat, dass im Drohnenkrieg keine Zivilisten getötet werden. Ich glaube, dass die Leute, die hier heute protestierten, eine falsche Vorstellung davon haben, was wir als Regierung tun. Wie vorsichtig wir sind, welche Qualen wir durchstehen, um sicherzustellen, dass es keine Kollateralschäden gibt. Während in Guantanamo Gefangene immer noch auf einen fairen Prozess warten, sind im modernen Drohnenkrieg Gefangennahme nicht mehr vorgesehen. Regelmäßig lässt Barack Obama eine Todesliste erstellen. Wer darauf steht, darf getötet werden. Vorzugsweise mit einer Drohne. Make no mistake, our nation is still threatened by terrorists. Simply put, these strikes have saved lives. Doch wie hoch ist die Zahl unschuldiger Drohnenopfer? An der Stanford University in Kalifornien verfolgen Wissenschaftler die Spuren des geheimen Drohnenkrieges und seiner Opfer. Der deutsch-amerikanische Völkerrechtler Stefan Sonnenberg hat als Mitherausgeber einer Studie die Zahl der Drohnentoten überprüft. Die Ergebnisse der Wissenschaftler liegen deutlich höher als die Zahlen der amerikanischen Regierung. 2% sind die Zahl von Menschen, wo man konkret sagen kann, okay, das war Führungsposition in irgendeiner Terroristenorganisation in Pakistan oder in Afghanistan oder wo immer. Der Rest der großen Nummer, zwischen 3000, vielleicht 3000, 3500 Personen, das sind Leute, wo man eigentlich gar nicht den Namen kennt. Das heißt, bis zu 98% der Drohnentoten könnten einfache Zivilisten sein. Vor allem im Nordwesten Pakistans, dem Rückzugsraum der Taliban. Doch selbst wenn eine Rakete einen tatsächlich Verdächtigen treffen sollte, sei dies für Menschenrechtler kaum hinnehmbar. Unter einem Menschenrechtsregime, unter dem Völkerrecht, ist die Beweislast sehr, sehr hoch, bevor man jemanden gezielt töten kann, ohne Verfahren, gerichtliche Verfahren. Und das ist unser Problem als Menschenrechtler mit der amerikanischen Politik. Der Drohnenkrieg missachtet fundamentale Rechte. Ein Verdacht, dem auch die Vereinten Nationen nachgehen. UN-Ermittler Ben Emmerson trifft dabei auf ungeahnte Probleme. Niemand sollte unterschätzen, wie schwer es ist, dort zuverlässig zu ermitteln
wo Drohnentechnologie eingesetzt wird. Der geheime US-Krieg in Pakistan lebt von Desinformation. Mirza Shahzad Akbar will das ändern. Der Anwalt vertritt 130 Familien, die Opfer amerikanischer Drohnenangriffe in Waziristan geworden sind. Mandate von Islamisten lehne er ab, sagt er. Akbars Klienten sind Bauern, Händler oder Lehrer. Fast alle haben Kinder verloren. Den Fall einer getöteten Großmutter hält Akbar für besonders gravierend. Ich habe hunderte Drohnenangriffe in Waziristan bearbeitet, aber dieser Angriff war völlig sinnlos. Momina war über 65 Jahre alt und arbeitete auf einem offenen Feld neben ihrem Haus. Sie erntete am Nachmittag Gemüse. Einige ihrer Enkel halfen ihr, andere spielten. Insgesamt 7 Enkelkinder sind mit Momina auf dem Feld. Ich habe in der Nähe meiner Großmutter meine Kuh gehütet. Die Rakete schlug hinter uns ein. Als wir zum Haus liefen, war Oma vor mir. Sie wurde dann von einer anderen Rakete getroffen. In einem Hotel in Peshawar erholt sich später die Familie. 7 von ihnen wurden teils schwer verletzt. Naimas Großmutter war Hebamme. Ihr Mann und ihre Söhne sind Dorflehrer. Unsere Mutter war eine alte Frau. Sie soll eine Terroristin sein? Momina und ihre Familie wurden trotzdem zum Ziel. Jetzt will Mirza Shahzad Akbar für sie gegen Amerika klagen. Er erforscht die Hintergründe des Drohnenangriffs. Ich glaube nicht, dass die CIA so abgrundtief böse ist, dass sie eine Oma aus Spaß tötet. Also wurden sie vielleicht, wie so oft, über die Identität der Zielpersonen falsch informiert. Es bestätigt den Verdacht, dass die Bildqualität auf den Monitoren der Piloten doch nicht gut genug ist, um Männer von Frauen zu unterscheiden. Oder dass man Kinder entdecken kann. Vielleicht war es auch nur ein Fehlschuss, weil diese Technologie eben doch nicht so präzise ist. Bei seinen Nachforschungen interessiert sich Shahzad Akbar besonders für die Reste der Hellfire-Raketen. Ihre Seriennummern könnten bei der Spurensuche weiterhelfen und die Frage nach dem Ziel beantworten. Denn das Problem der Drohnen ist eine Illusion, die Illusion einer sauberen, genauen Waffe, die nur das wirklich wichtige Ziel trifft. Dieses ist eine Illusion. Ist das der Grund, warum die Drohnen oftmals mehrere Raketen hintereinander abschießen? Oder steckt dahinter sogar eine fragwürdige Strategie, das sogenannte Double Tapping? Wir hatten einen Fall von einem Taxifahrer und der wurde von 3 verschiedenen Raketen, dieses Auto wurde von 3 verschiedenen Raketen beschossen. Und Double Tapping ist für uns ein großes Problem, weil oftmals kommen die Ersthilfemenschen und wollen ihren Verwandten oder ihren Nachbarn helfen. Und dann kommt genau die zweite Rakete. Genau in dem Moment, wo die Überlebende vielleicht Hilfe brauchen. Shahzad Akbar kennt diese Drohnentaktik gut. Er bekommt seine Informationen unter anderem vom Journalisten Noor Behram. Behram ist Pashtune. Waziristan, seine Heimat. Er ist einer der wenigen, die von dort berichten können. Ich habe von etwa 28 Drohnenangriffen Beweise gesammelt. Und bei etwa 15 oder 16 war ich unmittelbar nach den Angriffen vor Ort und habe alles mit eigenen Augen gesehen.
Als Journalist arbeitet Noor vor allem für pakistanische und arabische Nachrichtenagenturen. Durch ihn gelangen die meisten Berichte über Opfer amerikanischer Drohnenangriffe an die Öffentlichkeit. Eine unabhängige Überprüfung der Schilderungen von Behram ist nicht möglich. Seine Filme, Fotos und Interviews sind oftmals der einzige Beleg für die Drohnenanschläge. Wie diese Bilder vom Angriff einer Drohne in Dandedar-Pachel am 23. August 2010. Syed Wali Shah, 7 Jahre alt, wird getötet. Sein Vater klagt an. Es gibt hier keine Taliban. Das sind alles Lügen. Wir sind einfache Leute. Sie haben uns einfach bombardiert und töten unsere Kinder. Kleine Mädchen sind verwundet worden und Frauen sind tot. Unter öffentlichen Protesten werden die Drohnentoten beerdigt. Doch die Angriffe säen auch Zwietracht unter den Stämmen. Denn immer wieder rekrutieren die Amerikaner Spione unter den Einheimischen. Sie sollen die Ziele der Hellfire-Raketen auswählen. Wegen der Drohnen herrscht ein Klima des Misstrauens unter den Stämmen. Alle verdächtigen sich gegenseitig, Spione zu sein. Oft finden wir tote Männer in den Straßen. An ihnen klebt dann ein Zettel, auf dem steht, die Person sei ein Spion für die Amerikaner gewesen. Stellen Sie sich vor, Sie geben mir Geld dafür, dass ich Ihnen Terroristen zeige. Die Terroristen kennen Sie selbst nicht, aber Sie trauen meiner Auswahl und zahlen dafür. Das ist dann für mich ein prima Angebot. Ich kann dann durch meine Straße, mein Viertel gehen und Ihnen alle Leute zeigen, die ich nicht mag. Die Jagd nach bezahlten Spionen trifft im Januar 6 pakistanische Krankenschwestern und einen Arzt. Sie sind unterwegs für eine westliche Polio-Impfkampagne, als sie von Taliban gestoppt und in ihrem Bus erschossen werden. Der Fahrer überlebt schwer verletzt. Ein schmutziger Folgekrieg am Boden, dessen Opfer keiner zählt. Kugeln statt Schluckimpfung. In Waziristan steigen die Fälle von Kinderlähmung wieder rasant an. Eine ganze Generation ist den Polioviren schutzlos ausgesetzt, weil niemand mehr wagt, einfache Impfungen durchzuführen. Die Amerikaner müssen aufhören, unsere Kinder mit Drohnen zu töten. Viele Leute sagen, warum impft man Kinder überhaupt, wenn man sie danach durch Drohnen tötet? Die Opfer des US-Drohnenkrieges und die, die sie verursachen, trennen tausende Kilometer. Wo und wie die Drohnen eingesetzt werden, bestimmen letztlich Politiker und Militärs. Vielleicht bald auch in Deutschland? Peter Singer. Er gilt heute als der Drohnenexperte weltweit. Nach seinen Recherchen wollen inzwischen 26 Länder bewaffnete Drohnen. Das wirft entscheidende Fragen auf. Bei der Einführung dieser Technologie stellen sich die Nationen nicht nur die Frage, ob sie eingesetzt wird, sondern wie. Wird man damit nur die eigenen Bodentruppen unterstützen? Oder werden Drohnen dazu genutzt, Operationen dort durchzuführen, wo man eben keine Truppen am Boden hat? Die Frage ist, um welche Ziele es geht. Und diese Ziele müssen natürlich in Übereinstimmung stehen mit dem Kriegsvölkerrecht. Ein Einsatz, wie ihn die Amerikaner in Pakistan machen, käme für uns nach unserer Verfassungslage, nach den Regeln, die wir selbst haben. Und wir wollen es auch gar nicht. All das käme für uns nicht in Betracht. Bis 2016 will die deutsche Luftwaffe bewaffnete Kampfdrohnen anschaffen. Genutzt hat sie sie bereits. Mindestens 2-mal mussten amerikanische Drohnen deutsche Soldaten in Afghanistan aus der Luft unterstützen. Das würde man lieber selber können. Also stellen Sie sich eine Situation in Afghanistan vor und eine Patrouille, die unterwegs ist. Die bekommt durch die bewaffnete Drohne zunächst mal ihre Begleitung und ihre Überwachung, kann dadurch frühzeitig erkennen, wenn irgendwo ein Hinterhalt gelegt wird. Komm, zurücksetzen. ID, durchstoßen. Ah, wenn aus diesem Hinterhalt dann geschossen wird, kommt es darauf an, dass sich unsere Soldaten bestmöglich verteidigen. Und
Gelegentlich brauchen sie dazu auch die Unterstützung aus der Luft. Das übernimmt bislang ein Kampfflugzeug oder ein Hubschrauber. Doch das dauert oft zu lang und ist teurer. Die Militärs wollen deshalb ein eigenes deutsches Drohnenprogramm. Der Eurohawk zählte dazu. Die unbewaffnete Drohne sollte für die nötige Aufklärung sorgen. Doch sie entpuppte sich als Millionengrab. Mindestens 300 Millionen Euro wurden bei der Entwicklung versenkt, weil die Drohne für den deutschen Luftraum keine Zulassung erhält. Ein Skandal, der einen Minister ins Schlingern brachte. Mit einem Untersuchungsausschuss will der Bundestag das Drohnendesaster nun aufklären helfen. Trotz des Eurohawk-Debakels will die Regierung an der Anschaffung von 16 bewaffneten Kampfdrohnen festhalten. Die Technologie dazu würde zunächst wieder aus dem Ausland kommen, aus den USA oder aus Israel. Millionenschwere Aufträge, die der europäischen Rüstungsindustrie entgingen. Langfristig will der EADS-Konzern aber mitverdienen am Drohnentrend. Diese Designstudie zeigt eine europäische Drohne, die bewaffnet und weltweit eingesetzt werden könnte. Nur nach welchen Regeln? Jede Anwendung militärischer Gewalt in Deutschland muss von einem Auftrag der Regierung und einem Mandat des Bundestages gedeckt sein. Und warum jetzt bei der Anwendung von bewaffneten Drohnen, anders als bei Torpedos oder Kampfflugzeugen, jetzt eine andere Entscheidungsgrundlage bei Politikern in Deutschland entstehen sollte, halte ich für gänzlich falsch und eine, wiederhole es, bösartige Unterstellung. Krieg ist eine gefährliche, schiefe Ebene, egal welche Technologien eingesetzt werden. Die Technologie könnte zu Operationen verführen, die nicht ganz zu Ende gedacht wurden. Humanitäre Helfer etwa könnten fragen, warum machen wir eigentlich keine Drohneneinsätze in Syrien? Die Risiken von bewaffneten Drohnen kennt niemand besser als die Drohnenpiloten, die sie fliegen. Brandon Bryant ist 6 Jahre lang als Drohnenoperateur Missionen über dem Irak und Afghanistan geflogen. Bryant bediente die Kameras der Predator-Kampfdrohne. Bei meinem ersten Schuss habe ich 3 Menschen getötet. Und es dauerte 2 Minuten, bis ein Mann verblutet war. Ich sah ihm in Infrarot beim Verbluten zu, bis er die gleiche Farbe hatte wie der Boden, auf dem er starb. Das Blut spritzte im Herzrhythmus aus seinem Bein, landete auf dem Boden und kühlte ab. Diese Bilder kann ich nicht vergessen. Man hat mir gesagt, das ist doch schon alles 7 Jahre her. Warum lässt du es nicht hinter dir? Ich habe das Gefühl, meine Menschlichkeit zu verlieren, wenn ich es einfach hinter mir lassen würde. Menschlichkeit, Skrupel, ein schlechtes Gewissen. Egal, wie man es auch nennen mag. Brandon Bryant ist bis heute der einzige ehemalige Soldat, der öffentlich über seine Erfahrungen im Drohnenkrieg spricht. Bei einem Abschuss 2007 war er Augenzeuge. Der Mann an den Sensoren markiert das Auto, damit die Kamera ihm automatisch folgt. Offenbar ist das ein menschlicher Körper, der in diese Richtung fliegt. Übrig bleibt nur der Kofferraum. Das häufige Töten am Bildschirm, die grausamen Bilder durch die Drohnenkamera, haben Brandon Bryant psychisch so zugesetzt, dass er krank wurde. Einmal fragte uns ein Psychologe, hat jemand Probleme? Ich habe meine Hand gehoben und gesagt, ich träume in Infrarot. Das war ernst gemeint, aber alle lachten. Ich träume immer noch in den Hitzebildern des Bildschirms, besonders seit ich mit mehr Menschen darüber spreche. Diese Erinnerungen kommen wieder hoch. Dann schlafe ich schlecht. Ein Handyvideo aus Brandons Dienstzeit. Abseits der Einsätze wird schon mal gespaßt mit den Kameraden. Über Probleme spricht man aber nicht.
Uns sagte man, dass wir unsere Sicherheitsstufe verlieren, wenn wir mit irgendjemandem über Probleme sprechen. Ich habe selbst mit meinen besten Freunden nie darüber gesprochen. Man musste es herunterschlucken. Brandon will das alles nicht mehr herunterschlucken. Trotzdem sagt er uns nicht alles, was er weiß. Er will nicht zum Staatsverräter werden. Brandon leidet, wie viele Drohnenpiloten. Die Zahl psychischer Folgeschäden nimmt zu. Mir sind die Orden egal. Ich brauche Hilfe. Ich möchte, dass mir jemand dabei hilft, wieder auf eigenen Beinen zu stehen und mich nicht dauernd mit diesem Mist beschäftigen. Ich kann ja kein normales Leben mehr führen. Ich kann kein Zivilist mehr sein. Denn wenn ich Zivilisten höre, die dummes Zeug quatschen wie, oh, Drohnen sind ein Videospiel, dann möchte ich ihnen eine reinhauen, ihnen den Hals umdrehen. Töten auf großer Entfernung, ist das das eigentliche Problem? Und löst es sich auf, wenn der Drohnenbediener dichter an den Einsatzort rückt? Für deutsche Militärs scheint das so zu sein. Deutsche Piloten sollen im Krisengebiet stationiert sein. Würde die Drohne nur über weit entfernten Krisengebieten fliegen, gäbe es auch kein Problem mehr mit einer europäischen Flugzulassung. Für uns wäre eine bewaffnete Drohne ein taktisches Waffensystem. Das heißt, es wirkt zusammen mit anderen auf dem Gefechtsfeld, im Operationsgebiet. Und um dies tun zu können, ist es wichtig, dass die Soldaten, die das bedienen, auch vor Ort im Operationsgebiet sind. Wir haben bisher überhaupt keine Einsatzszenarien dafür und ehrlich gesagt, ich stelle mir im Moment auch keinen Einsatz vor, wo wir Drohnen brauchen würden, weil Drohnen sozusagen da operieren können, wo vollständige Lufthoheit herrscht, wo asymmetrische Verhältnisse hergestellt sind, also ein Gegner verfolgt wird, den man eigentlich festnehmen müsste, den man kriegen muss, Verbrecher, Terroristen, aber die man mit militärischen Mitteln nicht zur Strecke bringt, sondern mit den Mitteln des Rechtsstaats. Im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan gibt es keinen Rechtsstaat. Benjamin Erdogan musste das mit seinem Leben bezahlen. Die Gegend zieht Islamisten aus der ganzen Welt an. Die Glaubenskrieger liefern sich immer wieder Scharmützel mit der pakistanischen Armee. Viele Europäer, auch Deutsche, schließen sich hier Taliban und Al-Qaida an. Oft sind es Einwanderer der zweiten Generation, die im Heiligen Krieg Lebenssinn und Abenteuer suchen. War Benjamin einer von ihnen? Ich zeige euch mal den Stützpunkt von innen. So. Hier wird das Fleisch zurechtgeschnitten. Und hier ist unsere Küche. Hier wird schon Fleisch gekocht. Und hier ist der Schlafbereich. Hier schlafen die Mujahideen. Die Deutschen stehen unter ständiger Beobachtung. In dem durch Militärs abgeschotteten Nordwaziristan gilt jeder Ausländer bald als Terrorist. Auch die Familie Erdogan wird von deutschen Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft. Es gibt Indizien, abgehörte Telefonate. Aber Beweise gegen Benjamin gibt es nicht. Als Benjamin im Sommer 2010 nach Pakistan aufbricht, hält ihn die Polizei nicht auf. Benjamin ist auch jemand, der halt wirklich auch sich danach gesehen hat, in einem islamischen Land zu leben. Und weil er halt wusste, dass wir da sind, ist er halt dann hinterher nachgekommen. Ist ja dann auch leichter, wenn jemand schon vorher da war. Unklar ist, ob sich Benjamin wirklich Terroristen angeschlossen hat. Im Gegensatz zu anderen hat Benjamin keine Propagandavideos aufgenommen. Und selbst wenn, wer bekäme dadurch das Recht, ihn mit einer Drohne zu töten? Benjamin, sein älterer Bruder Emra und dessen Frau Shadia lebten mehrere Wochen in Mir Ali mit den Dashtis aus Hamburg im selben Haus zusammen. Warum sind gerade sie zur Zielscheibe geworden? Wussten die Drohnenpiloten, auf wen oder was sie schießen? Da waren drei andere, die gar nicht mehr existent waren. Also wir sind komplett zerfetzt. Viele Körperteile waren in meinem Hof zu finden. Kopfstücke mit Blut und Haaren. Mein Mann hat auch später eine ganze Hand gefunden. Benjamin und Shahab
hatten sehr schwere Verletzungen gehabt, woran die natürlich, denke ich mal, auch gestorben sind, auch wegen der Druckwelle, weil die wirklich unmittelbar auf die drauf geschossen haben. Das war schon ja, sehr traurig, ne? Benjamins Tod nutzen von nun an Islamisten für ihre Propaganda. Aber auch die Vereinten Nationen interessieren sich für seinen Fall. Hier war alles frei. Im Auftrag des UN-Sonderermittlers Ben Emerson rekonstruieren sogenannte forensische Architekten der Londoner Goldsmiths University den Tatort. Shadia Erdogan hilft dabei, ihr zerstörtes Haus aus der Erinnerung wieder aufzubauen. Die Forensiker interessieren sich besonders für den Blickwinkel der Drohnenpiloten. Wir wissen, was die Piloten auf den Dächern und im Innenhof von oben sehen konnten. Wir haben aus Shadias Erinnerung präzise die zivilen Objekte im Innenhof lokalisieren können. Wenn wir es wissen, konnten sie es auch wissen. Trotzdem haben sie bewusst ein Haus mit Zivilisten angegriffen. Auch Bauer Bleckmann aus Wuppertal glaubt an einen gezielten Angriff. Doch woher wussten die Amerikaner, welches Haus in Mir Ali sie angreifen sollten? Beschämenderweise muss man davon ausgehen, dass deutsche Dienststellen Vorarbeit geleistet haben. Denn für die Amerikaner war es zu unbedeutend. Wie meinen Sie das? Was? Ja, entweder über die Schiene der Staatsanwaltschaft Wuppertal oder über den Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen. Irgendetwas ist da gelaufen. Die Staatsanwaltschaft bestreitet das. Und der Verfassungsschutz gibt keinen Kommentar. Doch auch im Deutschen Bundestag sitzt bei einigen der Verdacht tief, dass die Gruppe um die Erdogans von deutschen Dienststellen an die Amerikaner gemeldet wurde. Der Abgeordnete Hans-Christian Ströbele weiß, dass die Telefonate der Brüder in Pakistan mit der Familie in Deutschland lange abgehört wurden. Ende Januar 2011 machte ihn Emre Erdogan per E-Mail auf den gewaltsamen Tod seines Bruders aufmerksam. Welche Rolle haben deutsche Dienststellen beim Tod eines deutschen Staatsbürgers in Pakistan gespielt? Ich gehe davon aus, dass auch deutsche Informationen zur Auffindung geführt haben und damit auch zur gezielten Tötung dieser deutschen Staatsangehörigen. Ich habe deshalb, weil ich diesen Verdacht habe, an den Generalbundesanwalt geschrieben damals. Ich habe gefordert, dass da Ermittlungen angestellt worden sind. Es hat mehr als ein Jahr gedauert, bis nun offenbar Ermittlungen in Gang gesetzt werden. Deutsche Amtshilfe für die Tötung eines Deutschen? Jedenfalls ist Benjamins Tötung durch eine Drohne für Ströbele der letzte Tabubruch. Das ist eine Entgrenzung von Kriegführung, die so mit humanitärem Völkerrecht keinesfalls vereinbar sein kann. Das kann Mord sein, je nachdem, wie die Situation ist. Wenn kein bewaffneter Konflikt vorliegt, dann gibt es sehr enge Grenzen für gezielte Tötungen. Rettung von Leben, was unmittelbar gefährdet ist. Aber wenn das nicht vorliegt, dann ist es Mord. Auch für den pakistanischen Anwalt Mirza Shahzad Akbar sind die gezielten Tötungen per Drohne mit dem Völkerrecht nicht in Einklang zu bringen. Er sucht in Deutschland nach Verbündeten, um die Drohnenangriffe auf Pakistan zu stoppen. Und er glaubt, auch im Fall Benjamin Erdogan weiterhelfen zu können. So, wir werden jetzt einen Tag, Herr Kollege. Dazu müssten deutsche Dienststellen allerdings auch in Pakistan tätig werden. Das ist schwierig, denn in Nordwaziristan sind offizielle deutsche Ermittlungen unmöglich. Ich sehe die Problematik, weil die Ermittlungen müssen sich ja richten gegen das US-Militär, möglicherweise sogar gegen den US-Präsidenten, wenn er diesen Einsatzbefehl gegeben hat, was ich natürlich konkret nicht weiß, und vor allen Dingen auch gegen deutsche Behörden, die Informationen geben, obwohl sie damit rechnen müssen, dass diese Informationen zu solchen gezielten Tötungen führen. Auch das Bundesinnenministerium möchte sich nicht äußern. Zum Zeitpunkt des Drohnenangriffes auf Benjamin hieß der Innenminister noch Thomas de Maizière. Es gibt einen Informationsaustausch auch über Terroristen in der ganzen Welt, auch mit unserem engsten Partner,
der Vereinigten Staaten von Amerika. Dadurch sind viele Terroranschläge auch in Deutschland und in der Welt verhindert worden. Einen Informationsaustausch mit dem Ziel, dass jemand ohne Gerichtsverfahren getötet wird, gibt es nicht. Mit welchem Ziel aber verarbeiten die Amerikaner die deutschen Informationen dann? Müsste die deutsche Regierung nicht Aufklärung verlangen? Das Grundgesetz verpflichtet den deutschen Staat, das heißt hier natürlich die deutsche Regierung, seine Staatsbürger gegen Unrecht in Schutz zu nehmen, gegen völkerrechtliches Unrecht durch andere Staaten. Also müsste die Bundesregierung hier irgendwie reagieren. Sie müsste beispielsweise Aufklärung der Tat verlangen. Sie müsste Aufklärung verlangen, wer eigentlich der Täter ist. Denn dass es eine amerikanische Drohne war, heißt ja noch nicht, dass man weiß, wer eigentlich geschossen hat. Die Ramstein Air Force Base bei Frankfurt. Berichte, von hier könnte der amerikanische Drohnenkrieg in Afrika gesteuert werden, hat Präsident Obama inzwischen dementiert. Wir nutzen Deutschland nicht als Ausgangspunkt für unbemannte Drohnen in unseren Abwehrbemühungen gegen Terroristen. Ich weiß, dass es hier in Deutschland entsprechende Berichte gab, aber das ist nicht der Fall. Dokumente der Air Force belegen aber, dass die Airbase eine entscheidende Rolle im weltweiten Drohnenkrieg spielt. Nicht nur in Afrika. Predator, Reaper und Global Hawk Drohnen werden über Ramstein als Brückenkopf zum Operationsgebiet gesteuert. Die Dokumente zeigen auch, dass Ramstein gleich für drei militärische Operationsgebiete zuständig ist. Für Europa, Afrika und Teile Asiens. Welche Länder im asiatischen Raum im Blickpunkt liegen, wird dabei schnell klar. Über Ramstein werden die Drohnensignale aus den USA per Satellit in die Einsatzgebiete weitergeleitet. Die Piloten sitzen zwar auf der anderen Seite des Planeten in den USA, können aber über Glasfaserkabel und Satellit nahezu in Echtzeit das Operationsgebiet in Pakistan aufklären. In Ramstein können diese Informationen von einer Aufklärungseinheit ausgewertet werden. Werden so auf deutschem Boden womöglich auch Ziele in Pakistan erkundet und Raketenangriffe billigend in Kauf genommen? Ist auch der Abschuss von Benjamin Erdogan über deutschen Boden geleitet worden? Wer haftet für seinen Tod? Völkerrechtlich gesehen wird gehaftet für Mittäterschaft, wenn der Täterstaat oder der Mittäterstaat weiß, dass von seinem Territorium aus bestimmte Akte begangen werden und das unterstützt. Wie beurteilt der Minister die Vorgänge auf der US-Basis in Deutschland? Die Amerikaner sind in Deutschland willkommen. Das gilt für jeden einzelnen Soldaten. Und wir haben darum gebeten. Wir freuen uns über die deutsch-atlantische Partnerschaft seit Jahrzehnten. Und das schließt auch Kommandostrukturen in Deutschland ein. Für den Einsatz deutscher Soldaten setzt ein Mandat des Bundestages die Regeln fest, offen und transparent. Geheimdienste allerdings sind schwer zu kontrollieren. CIA und US Air Force haben im Drohnenkrieg die Regeln oft sehr weit ausgelegt. An einen Fall erinnert sich Brandon Bryant besonders. In Afghanistan beobachtete er zufällig mehrere Männer am Drohnenbildschirm. Sie alle hatten etwas über die Schulter hängen. Es schienen Waffen zu sein. Wir haben diese Jungs allerdings niemals damit schießen sehen. Und ich denke, die Einheimischen mussten sich genauso wie wir gegen die Taliban verteidigen. Jedenfalls haben wir auf diese Jungs gefeuert. Nur weil sie Waffen hatten. Sie hätten aber auch Bauern sein können. Wir hatten keinen Grund, auf diese Leute zu schießen. Ich muss immer daran denken, jeden Tag. Brandon unterwegs zum Tierarzt. Seinem Hund muss ein Tumor entfernt werden.
Brandon hat Angst, dass er einen treuen Begleiter verliert. Viele Freunde haben sich nach dem Ausstieg aus der Air Force von ihm losgesagt. Nur die Drohnenbilder in seinem Kopf bleiben. Als wir die Rakete auf das Gebäude schossen, kommt etwas in der letzten Sekunde um die Ecke gerannt. Die Rakete explodiert. Für mich sah es wie ein Kind aus. Ich habe den Piloten gefragt und der bestätigte. Dann haben wir unsere Bildschirmauswertung gefragt, was das war, und die meinten, es war ein Hund. Aber ich glaube nicht, dass Hunde auf zwei Beinen laufen. Brandon hat mit dem Militär abgeschlossen, macht jetzt eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Brandon rät zum Umdenken. Jeder zeigt gerne mit dem Finger auf andere. Aber Drohnen sind auch unsere Verantwortung. Sie sind ein Aktivposten. Sie können Soldaten und auch Zivilisten beschützen. Man kann sie vielfältig nutzen, aber wir müssen sicherstellen, dass sie nicht missbraucht werden. Was passieren kann. Am Ende geht es um Einsatzregeln. Regeln, die das Leben von Zivilisten schützen. Um Abläufe, die diejenigen identifizieren, auf die unter Umständen legal gezielt werden darf. Und es geht um die Frage, wer verantwortlich ist, nachdem geschossen wurde. Mit Rechtsstaatlichkeit haben die Drohneneinsätze der USA nach unserem Verständnis wenig zu tun. Wie aber werden deutsche Drohneneinsätze einmal aussehen? Ich denke aber auch hier dürfen wir Vertrauen haben in unseren demokratischen Rechtsstaat. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran. Ich finde es sogar eine bösartige Unterstellung, zu behaupten, dass das für die Zukunft bei bestimmten Waffen anders sein sollte. Zweifel nährt der Verdacht, dass deutsche Informationen zur Tötung eines deutschen Staatsbürgers durch eine Drohne führten. Zweifel nährt die unkritische Regierungshaltung zur US-Basis Ramstein. Benjamin Erdogan scheint auf bloßen Verdacht hin in Pakistan durch eine Drohne beim Abendessen getötet worden zu sein. Oder plante Benjamin an diesem Abend Terroranschläge? Die Generalbundesanwaltschaft scheint es zu glauben. Sie gab inzwischen bekannt, keine Anklage im Fall Benjamin Erdogan erheben zu wollen. Benjamin sei Kämpfer einer organisierten bewaffneten Gruppe gewesen. Seine Tötung sei deshalb nicht juristisch zu verfolgen und kein Kriegsverbrechen. War Benjamin ein Terrorist? Am Frankfurter Oberlandesgericht hat der Prozess gegen Emrah Erdogan begonnen. Der Bruder des toten Benjamin wird sich, wie alle Bürger, den Regeln des Rechtsstaates unterwerfen müssen. Im Gegensatz zu Benjamin wird Emrah aber die Chance haben, sich zu verteidigen. Die Bundesanwälte werden vor Gericht beweisen müssen, dass Benjamin und sein Bruder schuldig sind. Das sind die Regeln eines Rechtsstaates. Und das sollten sie bleiben.